Darion wusste nicht, wie lange er bereits durch die Sümpfe irrte. Es kam ihm vor wie Tage. Es grenzte an ein Wunder, dass er noch lebte und ihn der feuchte Boden noch nicht verschluckt hatte. Als würde er einem wispernden Ruf folgen, fand er stets festen Tritt. Doch nun war er hungrig und erschöpft. Seine Häscher waren ihm auf den Fersen und seine Gebete blieben ohne Antwort. Allerdings war er nicht gewillt, einfach aufzugeben und sich in das Moor zu stürzen. Nicht als Palligan. Er hatte Shah Alaylas Messer bei sich. Sollten die Knechte des Herrn ihn finden, dieses Mal würde er bis zum Tode kämpfen. Die Feuchtigkeit kroch ihm in die Glieder und jedes Geräusch ließ ihn aufschrecken. Nur nicht einschlafen, dachte er sich. Durch Samrak, sagte er. Darion schrak auf. Hatte er geschlafen? Deutlich spürte er die Präsenz eines anderen Wesens. Uranga Tuchkrta Zakta. Hilf mir, krächzte er aus rauer Kehle. Ich bin Darion aus dem Hause Palligan. Hilf mir und dein Lohn wird unermesslich sein. Juchi Gokza Zakta Daun Zaka. Uranga! Feuchte, weiche Hände griffen nach seinem Gesicht. Darion suchte nach dem Messer, wollte sich wehren, doch er war zu schwach. Weitere Hände packten ihn, zerrten ihn hoch und trugen ihn mit sich. Tiefer, immer tiefer in die Sümpfe hinein. Man nährte und stärkte ihn, man lehrte ihn die Wahrheit. Es sollte kein Mond vergehen, und er konnte wieder sehen. Zum letzten Mal in seinem Leben verspürte Darion Palligan Furcht. Al-Anfa, stolze Herrin am Perlenmeer, du uns Krone, du Stadt aus Gold. Was nutzt mein Ruhm, was all mein Soll, wenn ich die Fürsten der Städte begehr? Al-Anfa, stolze Herrin am Perlenmeer, du uns Krone, du Stadt aus Gold. Was nutzt mein Ruhm, was all mein Soll, wenn ich die Fürsten der Städte begehr? Euer Schiff schaukelt leicht an der Hafenmauer. Stete Wellen, die euch gegen die Mole drücken. Normalerweise beruhigend, doch heute ist etwas anders. Draußen lärmen die Händler, Sklaven, die Kisten schleppen und Seefrauen und Männer grölen derbe Scherze. Ihr steht auf und begebt euch nach und nach zur Offiziersmesse. Rafim und Jalan fehlen. Diamantas blickt mit sorgenvoller Miene zur leeren Hängematte des 1O. Heute ist etwas anders. Oh, ich habe prächtig geschlafen. Ha, was für ein schöner Morgen. Oh, wer sind denn die anderen? Guten Morgen, Boltax. Keine Ahnung, ich war schon am Tempel, aber die anderen habe ich noch nicht gesehen. Naja, sie werden bestimmt gleich kommen. Diamantes, zieh doch nicht so eine Miene. Ich bin wach. Es war eine lange Nacht. Oh. Was habt ihr gestern denn so getan? Der 1O hat mich mitten in der Nacht aus dem Schlaf geweckt. Ja. Ich würde sehr ungern drüber reden, aber ich weiß, es ist nötig. Wir waren bei Hurun in der Villa. Hattet ihr ein Treffen mit Hurun? So könnte man es ausdrücken. Hurun wusste natürlich nicht, dass wir kommen, aber er hat es im Verlauf des Abends mitbekommen. Und deshalb ist der 1O wohl auch nicht anwesend. Er wurde schwer verwundet. Lass mich eine Wo Sache ist der klarstellen. Denn? Nun, wahrscheinlich unten bei Nezia. Das ist beruhigend. Es war keine Frage, sondern eine Klarstellung.
Das war eine saudumme Idee. Was wolltet ihr denn da? Es ging um die Bücher von Horun, damit wir herausfinden, wer ihm den Purpurblitz abgekauft hat. Natürlich. Und wart ihr wenigstens erfolgreich? Nein, waren wir nicht. Zumindest glaube ich das nicht. Ja, an der 1O. So, einige Mitschriften wurden mitgebracht durch diesen Novizen, der uns begleitet hat. Aber was dort steht, hat er mir noch nicht mitgeteilt. Ich weiß nicht, ob es die Information ist, die wir haben wollen. Es wissen also noch mehr Leute. Wie viele Leute sind genau im Bilde darüber, was ihr getan habt? Nun, ein Dutzend Wachen von Horun. Horun selbst, er hat das Kurzschwert von 1O in die Schulter bekommen. Und nun dieser Fex-Novize, aber um den würde ich mir am wenigsten Sorgen machen. Nun, wenn Horun weiß, dass Yalan dort ist und er ihn erkannt hat, davon gehe ich aus. Stadt schnellstmöglich verlassen. Zulamin. Erinnert euch noch an das Gespräch, was wir bezüglich Abelmir und der Last, die momentan auf seinen Schultern liegt, geführt haben? Was? Ihr habt über mich geredet? Ja. Alle reden ständig übereinander, Abelmir. Das ist kein Grund zur Sorge. Nein, meistens habe ich dabei Boltax einen Verdacht. Nein. Wieso mich? Ich wollte nur damit sagen, in diesem Falle liegt wirklich eine Last auf uns und nicht wie ansonsten. Also, ich meine, das, was Yalan getan hat, könnte in der Tat große Folgen haben und wir sollten uns überlegen, ob wir noch lange hier verbleiben sollten. Da hat Boltax recht und nicht nur der 1O hat das getan. Ich stärke da genauso mit am Boot. Horun ist ein sehr gefährlicher Mann. Er wird nicht umsonst der Giftfürst genannt. Ja, aber euch kennt er nicht so gut. Er hat vor allem Yalan gesehen und wenn er Yalan gesehen hat und ich war mit Yalan an seiner Villa, dann hat er es letztlich auch auf mich abgesehen. Nun, dann ist es ja gut, dass ich gestern noch ein paar Dinge regeln konnte. Ich habe euch ja gesagt, dass ich mit Kiaras zum Gestüt hinausreite. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch mit Chantala gesprochen, wegen der Sache mit Janka. Und nun ja, die Verträge sind unterschrieben, die Kornflotte sollte kommen und ein paar neue Pferde mitbringen. Und nun, dann bleibt nur noch die Audienz beim Patriarchen, denn den können wir nicht versetzen. Das ist richtig. Ich habe gestern zum Glück meine Vorlesung gehalten. Ich wollte eigentlich mit Rafim aufwarten, Thema Eis, aber er war bei dieser Besprechung gewesen. Dann musste ich das mit Tod und Stillstand als zentrale Elemente, die dem Eis angedeihen, anders klären. Es war eine merkwürdige Situation, so ganz ohne Gast in meiner Vorlesung zu stehen. Aber gut. Wir sollten... Bitte. Nun, wie wollen wir den heutigen Tag dann überleben? Wir sollten auf jeden Fall die Wachen verstärken, die Schiffswachen. Das auf jeden Fall. Und ich werde mich um einen Schlepper bemühen, damit wir möglichst dann, wenn wir soweit sind, aus dem Hafen aus fahren können. Ich würde direkt Segel setzen Richtung des Vulkans. Also nach unserem Treffen. Über den erneuten Kurs müssen wir uns auch noch einig werden. Ach, das ist nicht so schwierig. Wir folgen einfach der Weisung meines Dolches. Wisst ihr, wie weit diese Insel weg ist? Ein wenig. Das ist sehr ungenau. Sind das 100 Meilen, 500 Meilen, 1000 Meilen? Das kann ich so genau nicht sagen. Das solltet ihr auch wissen. Nein. Wir können sonst nicht planen. Wir müssen die Vorräte planen. Also ich denke, das bringt uns auf eine weitere Sache, die noch erledigt werden muss. Wir haben Avianda noch nicht ersetzt. Oh, genau, Zulamin, da wollte ich eben gerade auch drauf hinaus. Ich bin kein Navigator, ich kann nicht sagen, wie weit der Vulkan entfernt ist. Nun, ich hatte mich mit Kiaras verabredet, denn ich dachte, als Kartograf könnte er uns vielleicht helfen, jemand Fähiges am Hafen aufzutreiben. Ich weiß nicht mehr, was er sagte, wo man da am besten fragt. Aber
Nun ja, das ist auf jeden Fall etwas, das wir erledigen müssen. Und ich hoffe, wir finden jemanden, der bereit ist, nun ja, von jetzt auf gleich mit uns aufzubrechen. Vielleicht sollten wir auch nach Yalan schauen. Ich meine, wenn ihr wirklich unter Deck auf der Krankenstation liegt, ja, sollten wir ihm Fall. Nun gut zusprechen, nicht dass er am Ende noch stirbt. Ich nehme an, gut zusprechen wird dabei nicht viel helfen, aber vielleicht könnt ihr etwas für ihn tun. Ich wollte ihm mit dem gut zusprechen eigentlich auch eher die Meinung sagen, dass ich diese Idee für fahrlässig und total dumm halte. Ach, Nietzsche, lass ihn schon nicht wegsterben. Aber gut, lasst uns einmal nach ihm sehen, oder? Ja, gehen wir. Ja, so könnt ihr durch euer Schiff durchtreten, einmal ein Stockwerk nach unten und dann nach einem kurzen Klopfen und dem Herein von Nedja in der Krankenstation aufwarten, wo ihr auf einen sehr kaltschweißigen, generell zittrigen Yalan trifft, der dort eingehüllt in einer Decke liegt. Oh, du dreckiger Bastard, wir hatten eine Abmachung. Ja, interessiert mich auch nicht, ob es am Ende doch geklappt hat oder nicht. Nächstes Mal ziehe ich das Catnap an, egal ob es dir gefällt. Oh, ihr seid hier. Du siehst ziemlich scheiße aus. Und mit wem redet ihr? Niemandem. Niemandem, den ihr... Egal. Halluzinierst du, Yalan. Solltest du Nedja sagen? Ja, das habe ich natürlich mitbekommen. Glaubt ihr, ich kümmere mich nicht um ihn, oder wie? Nedja sagt mir, dass es nur das Gift im Mysop-Viper ist. Ich sollte wohl leben. Ja, er redet mit den Göttern und das kann er gerne tun, aber das ist keine Abschiedung. Er wird wieder, aber... Ich hoffe, dass ihm das eine Lektion war. Ja. Fangt ihr nicht immer noch wieder damit an. Hättet ihr so etwas wie ein, ich weiß nicht, Gegengift oder so mitgenommen, dann... Keine Setianer kann doch so etwas machen. Yalan, das war ziemlich dumm von euch. Die Zeit... Aber ihr hattet gute Gründe. Die besten, wie immer. Wir sollten aber die Stadt verlassen. Schlacht. Ja, zu dem Schluss sind wir auch gekommen. Die Vorbereitungen dessen werden bereits getroffen. Hervorragend. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Kommt drauf an. In der Waffenkammer steht eine geteerte Kiste. Ihr müsstet diese nehmen und an den Klippen der Brawaka-Baracken vergraben. Und so, dass sie nicht gefunden wird. Was ist dort drin? Granatäpfel. Und weshalb sollten wir diese Waffe aufgeben? Es sind nur ein paar. Wir haben mehr. Ihr lügt uns doch nicht etwa an. Schaut rein, wenn ihr wollt, aber teert sie hinterher wieder. Ja, bitte? Warum sollen wir eine... Ich frage ein bisschen gar nicht. Nun, Voltox, wollt ihr? Ihr seid doch bestimmt in der Nähe von diesem eurem Waisenhaus. Ich gehe nicht mehr alleine auf die Straße. Nein, viel zu gefährlich. Run kennt mein Gesicht. Da will ich euch begleiten. Wir können auch ein, zwei Gantes mitnehmen. Yalan. Das war eine sehr, sehr, sehr dumme und sehr fahrlässige Aktion von euch. Ihr bringt uns alle in Gefahr, nur damit ihr eure kleinen Spielchen spielen könnt. Nun, sie gelaufen wie geplant, wäre alles in Butter. Nun, bei euch läuft selten etwas wie geplant, oder? Soll ich euch an Mendena erinnern? Dann schlage ich vor, ihr nehmt das Schicksal hin, wie die Götter es uns austeilen. Nun, eher wie ihr uns es austeilt, denn ihr sorgt immer dafür, dass wir in der Tinte stecken. Nun, also ich denke, würde gerne 5 Tage Bettruhe verordnen, aber so wie ich Meister Eisenhain verstanden habe, müsst ihr gleich noch einmal zum Rabenfelsen. Könnt ihr darauf verzichten, dass er mitkommt, oder ist das von erheblichem Interesse, dass er mitkommt? Ich würde mich garantiert nicht hier zurücklassen lassen. Nun, also, eigentlich wäre es ja besser, wenn ihr jetzt das Bett hüten würde, oder? Wie gesagt, 5 Tage. Nun, Yalan, jetzt steht es an dir. Willst du ausnahmsweise mal etwas Vernünftiges tun? Unter keinen Umständen. Eine Einsicht. Zudamin, wenn die Nähte reißen und er anfängt zu bluten, dann gebt ihm diese Kräuter hier.
Danke. Und bringt ihn am besten so schnell wie möglich dann wieder zu mir oder zu einem anderen Fälscher. Nun, wenn es ganz schrecklich werden sollte, dann werde ich wohl einen Heilsegen sprechen müssen. Aber ich hoffe doch, dass es nicht so weit kommt. Ich könnte dafür sorgen, dass er hier im Bett bleibt. Ja, sicher, aber wollt ihr ihm diese Entscheidung wirklich nehmen? Ich sagte nur, dass ich könnte. Du wirst einen Scheiß tun. Naja. In meiner Kajüte wird nicht geflucht. Seht ihr. Jalan, haltet an euch. Wir wollen immerhin nicht nur den Patriarchen treffen, sondern uns auch von Avianda verabschieden. Ich denke, zumindest das wäre ein Grund, dabei zu sein. Gut. Das machen wir so, aber Jalan, ihr werdet nicht mit Dukan Keseda sprechen. Das ist eure Strafe. Sehr lustig, Boltax. Nein, das ist kein Witz. Nun, zum Glück kannst du mir keine Fehler erteilen. Nein. Denkst du? Denke ich. Aber ich kann dich schweigen lassen. Das werden wir sehen. Das werden wir. In meiner Kajüte wird auch nicht gedroht. So, na, das war's. War keine Drohung. Ja, raus jetzt. Nennt sich Ankündigung. Lassen wir ihn etwas ruhen. Heute Abend wird schwer genug. Ja. So, lass uns diese Kiste suchen. Es ist eine Last mit ihm manchmal. Ich weiß, er hatte nur beste Intentionen, aber er muss vorher darüber nachdenken, welche Gefahr das für uns alle birgt und für die Mission, auf der wir sind. Nun, ich denke, ohne Risiko wäre es wohl nicht möglich gewesen, den Mörder dieses Preios-Geweihten ausfindig zu machen. Ich hoffe nur, das Ganze hat sich wenigstens gelohnt. Aber ihr habt recht, die Vorgehensweise war töricht. Hätte er einen von uns gefragt, hätte er Abel mir gefragt, dann wäre das wahrscheinlich viel leichter geworden. Abel mir, mit eurer Magie wäre es doch sicherlich ein leichtes für euch geworden, diesen Zettel zu beschaffen, oder? Vielleicht liegt es einem Stolz irgendwie. Stolz ist manchmal hinderlich. Ja, ja. Deshalb ja töricht. Ich würde es nicht töricht nennen, ich würde es ein menschliches Bedürfnis nennen. Zwerge haben auch Stolz, nicht wahr? Na, aber der äußert sich anders. Ich würde nie meine Fähigkeiten überschätzen, was zum Nachteil meiner Sippe oder meiner Freunde beitragen würde. Nun, er dachte wahrscheinlich, er schafft es trotzdem. Abenteuer. Abenteuer, Aswulf. Ich sollte mich ja umsehen nach Navigatoren. Ich habe einen gefunden, der ist ganz gut. Wunderbar, Aswulf. Ihr seid ein Schatz. Ich hoffe, ihr habt kein Problem unter Todos. Wir haben gute Orientierungssinne. Warum sollten wir damit Schwierigkeiten haben? Keine Ahnung. Alan Farnas? Also zumindest Diamanten. Ich weiß nicht, wo Rafim ist. Ich glaube, der hat sich eingeschlossen. Aber weiß ich nicht, ob Diamantas ein Problem mit denen hat. Ich habe gehört, dass es verboten ist, den Sklaven Lesen und Schreiben vorbeizubringen. Stimmt das? Als Sklaven darf man wohl kein Lesen und Schreiben beibringen. Aber da ein Navigator ist, gehe ich davon aus, er ist kein Sklave. Aber wolltet ihr nicht diesen Tikala lesen und schreiben? Ach egal, wir sind ja dann nicht mehr in Al-Anfa. Er war natürlich mal Sklave, aber schon seit einiger Zeit nicht mehr. Und er hat lesen und schreiben gelernt und, wie gesagt, malen und zeichnen und navigieren, Karten zeichnen und sowas. Ja, nun, das klingt doch gut. Ich habe seine Karten gesehen, die sind ziemlich gut. Wenn ihr ihn für tauglich befindet, tragt ihn in die Rolle ein. Mache ich. Gut, dann werde ich... Übrigens? Kapok. Dann werde ich mit Kapok einmal reden. Denn wir wissen ja schon, wo unser nächstes Ziel liegt. Ja, diese mysteriöse Insel irgendwo dort draußen. Haut auf die Sterne. Ah, es wurde uns weisgesagt, dass wir dorthin müssen. Ich habe jetzt gehört, so zwischen Tür und Angel, wir brechen heute Abend wieder auf, oder wie? Richtig. Okay. Weil Jalan ein Idiot ist. Ja, das ist nichts Neues. Nein. Gut. Dann gehe ich erstmal zur Hafenmeisterei und sage, dass Kapok sich rüsten soll und dann ist er nachher hier und wir können schon mal die neuen Kurse durchgehen. Was für eine mysteriöse Insel? Oh, es ist eine Vulkaninsel. Näheres erläutere ich dann, wenn wir uns gemeinsam mit Kapok treffen. Okay, dann bis heute Mittag. Wenn es wieder regnet, dann bin ich hier. Natürlich.
Das wohl, Abenteuer. Nun, wollen wir los? Ja, ich würde vorschlagen, ich denke, es reicht, wenn wir 2 Dukatengardisten mitnehmen, oder? Ich denke auch, wir sollten schnell und beweglich sein. Ja, ja, also schnell ist jetzt nicht meine Stärke oder beweglich, aber wir kriegen das schon hin. Okay, dann fangen wir oben an. Zulamin, was möchtest du noch tun bis heute Abend? Um den Schiffsnamen kümmert sich Jalan, soweit ich weiß. Ich würde gerne noch mit Marcheska Paligan sprechen. Ja, eurer Schiffsmager. Mhm, genau. Ja, alles klar. Die wirst du höchstwahrscheinlich nicht an Bord treffen, denn wenn es keine Befehle gibt, also sie wird dann morgens um 5 immer da sein, um irgendwie Tagesbefehle abzuholen. Und wenn es dann heißt, keine Tagesbefehle, dann wird sie erstmal wieder zurück auf den Silberberg kehren oder in die Universität. Und sie hat sich für heute in die Universität abgemeldet. Okay, das wird dann relativ aufwendig. Dann würde ich... Warte, wenn wir am Abend aufbrechen, dann muss ihr jemand Bescheid sagen und allen anderen Leuten ja eigentlich auch. Also wie läuft das, wenn die sich immer nur morgens melden? Also wahrscheinlich wird dann auch gesagt worden sein, dass, ja wie gesagt, zwischen Tür und Angel, dass man abends wieder da sein soll. Irgendwer wird schon immer wissen, wo irgendwer ist und du kannst irgendwen dann losschicken, damit er seine Freunde nach Hause holt. Genau, also das ist zumindest... Wir verlieren vermutlich eine Handvoll, aber so ist das Leben. Es ist halt irgendwie im Raum, dass man abends nochmal wieder reinschneiden soll. Könnte nämlich sein, dass man ablegt. Gut, also ich laufe dann erstmal nicht zur Universität, wenn die nicht da ist, sondern sorge dafür, dass Kiaras nicht irgendwo vor der Hafenmeisterei rumsteht, sondern hol den da ab. Gut, das heißt, du hast ein Treffen mit Kiaras arrangiert? Genau. Super. Ja, dann kannst du sehen, wie er dort steht mit einer Rose in der Hand. Kiaras, einen wunderschönen guten Morgen. Ah, ja, einen guten Morgen. Ich scheine dir sehr in Aufbruchstimmung zu sein, wie es ausschaut. Ja, Zulamin wirft einen Blick zurück zum Schiff, wo an Deck hektische Betriebsamkeit herrscht. Ja, es hat sich die eine oder andere Änderung ergeben. Tut mir leid, dass ihr eigens meinetwegen vom Silberberg heruntergekommen seid. Aber lasst uns doch zum Schiff hinübergehen, dann erkläre ich euch alles. Natürlich, und macht euch keine Sorgen. Es ist... ich musste mal ein wenig frische Luft schnappen. Das kann sehr steckig zu Hause sein. Ja, also die Sache ist die, das mit dem Navigator hat sich erledigt. Unser Bordkaplan, Hasswolf, ich glaube, ihr kennt ihn auch, oder? Ja, ich habe ihn kennengelernt, aber nie wirklich viel mit ihm interagiert. Ja, er hat sich darum gekümmert, glücklicherweise. Denn wir müssen jetzt wohl relativ überstürzt aufbrechen wegen einer kleinen... Dummheit, die Jalan und Diamantas begangen haben. Wieso überrascht mich das nicht? Sie hatten die besten Intentionen. Wir haben euch ja von dem Mordfall erzählt, an einem Preiosgeweihten, den man Jalan in die Schuhe schieben wollte. Und ja, natürlich haben wir versucht herauszufinden, wer dahinter steckte. Und nun ja, sie haben sich leider erwischen lassen. Das heißt... Heute Abend müssen wir spätestens aufbrechen, denn das könnte jetzt unangenehm werden hier. Ja, das kommt mir wirklich alles sehr bekannt vor. Aber dann nun hat sich eins eurer Probleme ja schon gelöst. Ich hätte euch jetzt empfohlen, eine Schenke, wo ihr Seemänner findet oder Abgänger der Akademie. Aber wenn ihr trotzdem noch Hilfe braucht, ich habe einige meiner hier gesammelten Karten mitgebracht, die ich euch geben kann und... Ein Buch meiner Notizen, das ich kopiert habe für euch. Danke, das ist sehr großzügig. Der Neue ist wohl ein Tulu namens Kapok. Hasswolf meint, er wäre wohl gut. Nun ja, Chantala hatte uns ja Schiffe versprochen und
Nun, ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendetwas vergesse oder nun euch zu nahe trete. Ich weiß nicht, wie eure Zukunftspläne sind, aber wir hatten darüber nachgedacht, eines dieser Schiffe euch anzuvertrauen. Wahrlich. Natürlich nur, wenn ihr möchtet. Zu gerne. Es würde mir gut tun, wieder zur See zu fahren, um ehrlich zu sein. Und nun, alles, was ich dafür tun müsste, ist meine Tante überzeugen, dass sie mich wieder gehen lässt. Nun, das könnte schwerer werden, als es sich anhört. Aber nun, ihre Schiffe hat sie immerhin auch herausgerückt. Vielleicht leiht sie auch euch uns ein wenig aus. Keine Sorge, ich finde schon Wege, sie ein wenig zu überzeugen.